In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer: Was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen: Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen, und fragten: Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen: Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn: Was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen: Misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Liebe Schwestern und Brüder, wir begegnen heute am dritten Advent einer Reihe von Menschen im Evangelium, die denn danach fragen, was wir denn tun sollen. Also allgemein Menschen, die zu Johannes an den Jordan gezogen sind, Zöllner, erstaunlicherweise, und auch Soldaten, vielleicht noch erstaunlicher. Diese Frage, was sollen wir denn tun, kommt aus einer Betroffenheit. Aus einer Betroffenheit, die uns heute das Evangelium vorenthält, denn vorangeht die Predigt des Täufers Johannes. Und die ist nicht besonders charmant. Nachdem er nämlich diese Menschen, die ihn dann fragen, aus der Betroffenheit heraus, was sollen wir denn tun, vorher als Natternbrut bezeichnet hat. Und als solche, die sich möglicherweise einbilden, nur weil sie jetzt zu Johannes gegangen sind, dem kommenden Gericht zu entrinnen. Ein wenig dieser uncharmanten Art taucht am Ende des Evangeliums ja noch einmal auf. Diese Trennung von Spreu und Weizen, die bei uns geradezu sprichwörtlich geworden ist. Ist das der Sinn des Evangeliums und ist das Evangelium damit schon ausgeschöpft? Dass wir die Ratschläge, die Johannes sehr konkret gibt und die auch nicht ohne sind, also von wegen Zehnter geben oder einen kleinen Teil. Vielleicht denken wir darüber nach, über unser Weihnachtsöpferchen, und wir haben sogar eine bestimmte Prozentzahl, wenn wir ganz gewissenhaft sind, festgesetzt, von dem, was wir für Geschenke ausgeben, was wir fürs Essen ausgeben, und davon einen bestimmten Prozentsatz geben wir anderen. Bei Johannes ist es ganz einfach mit der Rechnung. Auch mathematisch Schwachbegabte wie ich bin, verstehen das. Die Hälfte. Die Hälfte. Wer zwei Gewänder hat, gibt eins weg. Das sind 50%, glaube ich. Ist richtig gerechnet, oder? Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Und die Soldaten bekommen ihre Weisung, die ja tief blicken lässt auf das, was Soldaten normalerweise tun. Vielleicht nicht nur damals, nämlich misshandeln, erpressen und mehr verlangen. Das war bei den Soldaten damals gängige Praxis. Das sollen sie also nicht tun. Und auch die Zöllner sollen nach ihren Regeln arbeiten, die es gibt. Ist das Evangelium mit diesen Ratschlägen schon ausgeschöpft? Ich denke nicht. Und vielleicht kann man es besser verstehen. Ich habe einige Worte in den Adventsbetrachtungen, die ich am ersten Advent ausgeteilt habe, ist auch ein Text von dieser Prophetin des Advents aus der heutigen Zeit drin. Ich glaube, dass wir in unserer gegenwärtigen Situation der Kirche viel zu wenig auf diese Frau hören. Für mich ist sie so etwas wie eine Kirchenlehrerin, weil sie schon sehr früh damals in Frankreich in den 50er, 60er Jahren etwas ausprobiert hat, die Probleme ausprobiert hat, vor der wir heute stehen. Gott bekannt zu machen, das Evangelium zu leben in einer vollkommen agnostischen, ja teilweise militant atheistischen Gesellschaft in den Vorstädten von Paris. Damals noch, als der Kommunismus wirklich gesellschaftlich, gerade auch in Frankreich, in Italien war das ja ähnlich, richtig en vogue war.
Vielleicht hören wir einmal aufmerksam diesen Worten von Madeleine Delbrel zu. Sie sind so etwas wie eine Übertragung des Evangeliums, des Textes, den wir als Evangelium hörten, eine Übertragung der Botschaft Johannes des Täufers in unsere Zeit. Der Mittelpunkt dieses Lebens, so schreibt sie, der Mittelpunkt dieses Lebens, seine Freude, sein tiefster Daseinsgrund, ohne den es uns nichtig erschiene, ist die Gabe unserer selbst an Gott in Jesus Christus. Ist in dieser Welt zu sein, in sie hineingetaucht, als Parzelle der Menschheit mit all seinen Fasern ausgeliefert, dargebracht, enteignet. Inseln göttlicher Anwesenheit zu sein. Gott einen Ort sichern. Vor allem der Anbetung überantwortet sein. Das Geheimnis des Göttlichen auf uns lasten lassen, bis zum Erdrücktwerden. In den Finsternissen der allgemeinen Unwissenheit Leuchtpunkte der Bewusstwerdung Gottes sein. Erkennen, dass hier der eigentliche Akt der Erlösung geschieht. Glauben im Namen der Welt, hoffen für die Welt, lieben im Namen der Welt. Wissen, dass eine Minute von glaubensbeladenem Leben, auch wenn sie sich ohne jede Aktion, ohne jeden äußeren Ausdruck vollzieht, einen Genius der Wertsteigerung und eine vitale Kraft in sich trägt, die unsere armseligen menschlichen Taten nie ersetzen können. Alles Übrige, so Madeleine Delbrel weiter, alles Übrige ist Beiwerk, das zwar notwendig ist, aber nur notwendig im Sinne einer Folge davon. Hier liegt der Kern, der Keim. Wenn der Keim da ist, dann wird die Pflanze eines Lebens nach dem Evangelium unweigerlich daraus aufsprießen. Wenn wir dagegen versuchen, alle Blüten des Evangeliums auf dieser Erde auszubreiten, Hingabe, Armut, Demut und alles Übrige, wenn wir das versuchen, ohne zuvor das Korn gesät zu haben, dann legen wir bloß Gärten aus Schnittblumen an, die in 2 Tagen verwelken. Welch ein tiefes Wort. Dieser Text, liebe Schwestern und Brüder, beantwortet unsere Frage, ist das Evangelium damit ausgeschöpft, dass wir die konkreten Handlungsanweisungen Johannes des Täufers befolgen? Und das wäre ja schon viel. Wenn wir nur das tun, dann legen wir im Bild von Delbrel gesprochen ein Feld von Schnittblumen an. Das sind alles Sachen des Evangeliums, natürlich, wir können uns auf das Evangelium berufen, aber nach 2 Tagen ist alles verwelkt. Und ich habe den Eindruck, dass wir genau so im Moment als Kirche agieren, in einem geradezu heillosen Aktionismus. Immer wieder muss man das noch einmal ausleuchten. Alles lässt sich irgendwie auf das Evangelium zurückführen, hoffentlich zumindest. Ja, auch schon mal was. Aber es sind doch Schnittblumen. Und wir wundern uns, warum nichts wächst. Vielleicht, weil die Aussaat nicht stimmt. Weil das Korn nicht gesät ist, wie Delbrel sagt. Und das ist das, worauf Johannes der Täufer ja aufmerksam macht. Er bleibt ja nicht bei seinen Handlungsanweisungen stehen, sondern er öffnet sie. Er schließt sie nicht ein und sagt, mach schon mal das, dann gehörst du zu den Guten. Er richtet auch nicht den Blick auf sich, sondern er sprengt das auf. Das Evangelium sagt, die Leute fingen an zu überlegen, wenn der so spricht, ist er vielleicht selber der Messias. Nein, die Botschaft des Täufers ist hier glasklar, so klar, wie wenn jetzt die Sonne draußen durchbricht. Ich nicht. Es kommt einer, der stärker ist als ich. Er kommt, ganz gewiss. Und er wird mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Das ist das, was Delbrel sagt.
der Mittelpunkt dieses Lebens. Seine Freude, sein tiefster Daseinsgrund, ohne den es uns nichtig erschiene, die Gabe unserer selbst an Gott in Jesus Christus. Das ist das Korn, das immer wieder gesät werden muss. All unsere Handlungen müssen daraufhin, wenn man so will, adventlich hingeordnet werden. Die Aussaat, dieses Korn, ist ein adventliches Korn. Alles muss mit dem Kommen Gottes rechnen. Und er kommt. Er steht dieser Welt bevor. Und genau das ist doch der Grund der Freude, von der wir heute sprechen. Das Geheimnis des göttlichen Lebens auf uns lasten lassen. Auch das gehört dazu. Das ist nicht einfach, dass wir als die besseren Menschen durch diese Welt stolpern und immer alle sehen können, oh, guck mal, der lächelt immer, wie macht er das bloß? Mir sind solche Leute immer verdächtig, die immer lächeln. Nein, das Geheimnis Gottes lastet zuweilen auf uns, aber wir ertragen es auch, weil wir wissen, welche Last es ist und von wem sie kommt. Bis zum Erdrücktwerden, sagt Del Brel. In den Finsternissen, das müsste man ganz groß schreiben heute, in den Finsternissen der allgemeinen Unwissenheit, das geht bis tief in unsere Kirche hinein, in den Finsternissen der allgemeinen Unwissenheit Leuchtpunkte der Bewusstwerdung Gottes zu sein. Ob wir das mitnehmen können, liebe Schwestern und Brüder, mit in unsere Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest, dass es doch genau darum geht, und dass es so viele um uns herum gibt, die Gottlob noch irgendwie einen Kontakt zu Weihnachten haben und es noch irgendwie feiern, also es nicht ganz abserviert haben und irgendwas anderes machen an diesen Tagen. Aber dass sie an uns sehen, an uns ablesen, was Weihnachten eigentlich heißt, was es bedeutet. Dass wir es nicht feiern, weil es Brauch ist, sondern weil Gott kommt. Weil er sich selber gibt. Und unsere Hingabe an Gott ist immer nur die Antwort auf sein Geben, sein Schenken und die Gabe, die er selber ist. Wie jetzt in jeder Eucharistie, wenn er sich selber gibt, damit wir leben.